Im ersten Jahrtausend vor Christus findet sich überall in Europa eine einzigartige Kultur. Wir nennen sie keltisch. Der Begriff keltisch bezeichnet eine Vielzahl von Phänomenen, die über einen riesigen Raum streuen. Das keltische Siedlungsgebiet reicht von Irland über Spanien bis in die Türkei. Die Stämme sind oft untereinander verfeindet. Doch droht Gefahr, kämpfen sie vereint. Immer mehr Funde kommen ans Tageslicht. Sie zeugen von großen Persönlichkeiten und innovativen Handwerkern. Die Zahl der Neufunde ist spektakulär, sodass also unser Wissen jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht einfach ein bisschen kontinuierlich angewachsen ist, sondern sich wirklich vervielfacht hat. Aus dem Dunkel der Geschichte treten Völker, die an der Schwelle zur Hochkultur stehen. Die Krieger, die selbst Rom des Fürchten lehrten, waren alles andere als Barbaren. Ihre Hinterlassenschaften erzählen die wahre Geschichte der Kelten. Spurensuche in Norditalien. An einer der Schnittstellen zwischen Nord- und Südeuropa haben sich einzigartige Dokumente erhalten. Sie zeugen auch von den Wanderungen der Kelten, lange bevor diese in Südeuropa mit anderen Völkern in kriegerischen Auseinandersetzungen aufeinandertreffen. Im Nordosten der Lombardei erstreckt sich das 70 Kilometer lange Val Camonica. Es liegt am Ende eines uralten Handelsweges über die Alpen. Der Archäologe Alberto Maretta erforscht seit mehr als 10 Jahren den Ort, der bereits seit 1979 UNESCO-Welterbe ist. Er beherbergt einen einzigartigen Schatz. Auf den Felsen in Val Camonica haben wir eine unglaubliche Vielfalt an Zeichnungen. Wir finden Menschen, besonders Krieger, verschiedenste Tiere, Artefakte, Konstruktionen, Geräte, Waffen, Symbole und vieles mehr. Es ist die Vorstellungswelt der Menschen, die hier in diesem Tal gelebt haben, seit Jahrtausenden. Mehr als 200.000 Felsbilder hat man bisher im Tal entdeckt. Sie erzählen vom Leben der Bewohner. Seit Menschen die Alpen überqueren, wurde der Weg durch dieses Tal genutzt. So kamen die Bewohner in Kontakt mit fremden Völkern. Wissenschaftler gehen davon aus, dass auch die Kelten hier Spuren hinterließen. Das Volk der Camuni, das dem Tal seinen Namen gab, dürfte auch die Begegnung mit ihnen im Fels verewigt haben. Lange Zeit bildeten die Alpen eine natürliche Barriere zwischen den Völkern Nordeuropas und der italienischen Halbinsel. Kontakt fand nur über den Handel statt. Das ändert sich im 5. Jahrhundert vor Christus. Damals überqueren die Kelten in großen Verbänden die Alpen. Warum die Kelten begannen zu wandern, wissen wir nicht im Einzelnen. Ganz einfach, weil es da keine Schriftquellen gibt. Man wird sich wohl vorstellen können, dass immer wieder auch Hungersnöte und Missernten die Leute dazu gebracht haben, neue Wohnsitze zu suchen. Ein römischer Geschichtsschreiber berichtet, das gute Leben im Süden habe die Kelten angelockt. Ob das stimmt, lässt sich kaum mehr sagen. Fest steht jedoch, dass um 390 vor Christus eine große keltische Armee nach Süden marschiert. Ihr Anführer ein Mann namens Brennus. So jedenfalls beschreibt es der römische Historiker Titus Livius mehr als 300 Jahre später. Abgesehen davon, dass man mit den Angaben des Livius über die römische Frühzeit natürlich sehr vorsichtig umgehen muss, bleibt die Tatsache bestehen, dass Livius für uns die zentrale Quelle für diese Zeit ist. Im Jahre 387 vor Christus belagern diese Kelten das etruskische Clusium. Dem heutigen Chiusi in der Toskana sieht man nicht an, dass hier ein Konflikt seinen Anfang nahm, der die Weltgeschichte beeinflussen sollte.
Aus Angst vor den fremdartigen Kriegern wenden sich die Bewohner hilfesuchend an die aufstrebende Macht in der Region. Rom. Die Stadt am Tiber steht noch längst nicht für das Weltreich, zu dem Rom einst werden sollte. Und sie ist auch keine Weltstadt wie heute. Anfang des 4. Jahrhunderts vor Christus ist Rom nur ein kleiner, aber sehr ambitionierter Stadtstaat. Der römische Senat nimmt die Unruhen im Norden nicht sonderlich ernst. Man sieht in den Barbaren keine ernstzunehmende Gefahr. Dennoch wird eine Abordnung nach Norden geschickt. Titus Livius erzählt von drei Brüdern auf diplomatischer Mission. Sie sollen mit den Barbaren Verbindung aufnehmen und die Situation einschätzen. Vor Clusium kommt es zu einem der ersten bekundeten Zusammentreffen zwischen Kelten und Römern. Brennus empfängt die Gesandten. Die Stimmung ist angespannt. Was als friedliche diplomatische Mission gedacht war, entwickelt sich zur Katastrophe. Die Gespräche laufen anders als erhofft. Die Kelten denken nicht an Rückzug. Und dann geschieht das Unfassbare. Dass die Römer in einer heiklen diplomatischen Mission jetzt diesen Fehler begehen, einen Kelten zu ermorden, das ist auch nach römischem Verständnis natürlich ein schweres Vergehen. Brennus hält klug seine Krieger zurück. Titus Livius berichtet, dass die keltischen Barbaren sich eher wie Staatsmänner benahmen als die angeblich so zivilisierten Römer. Die Menschen in Rom wiegen sich damals in Sicherheit. Noch haben sie keine Ahnung, welchen Bärendienst ihre Gesandten der Stadt erwiesen haben. Denn die Kelten sinnen auf Rache. Ihr neues Ziel, die ewige Stadt. Alarmiert von Berichten über die heranrückenden Kelten, schicken die Senatoren eine Armee aus. Wo sich heute fruchtbare Felder erstrecken, kommt es am 18. Juli 387 vor Christus zur ersten großen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Kelten und Römern. Das in aller Eile zusammengestellte Heer der Römer muss sich dem Feind viel schneller stellen als gedacht. Soweit wir wissen, ist diese Stelle hier an der Autobahn, etwa 18 Kilometer nördlich von Rom, der Ort der Schlacht an der Allia. Hier traf der Neuling Rom auf seinen großen Gegenspieler, die Kelten. Ein Volk, das sie nie ganz besiegen würden, selbst in Zeiten ihrer größten Macht. Die römischen Geschichtsschreiber überliefern nicht die Zahl der keltischen Krieger. Denn sehr viel mehr als die schiere Menge überraschen die Römer die kriegerischen Fähigkeiten und Waffen ihrer Gegner. Was es mit der keltischen Bewaffnung auf sich hat, zeigen Funde aus dem einige hundert Kilometer entfernten Bûcher. Dieses Feld in der Champagne sollte längst Industriegebiet sein. Doch als Archäologen das Terrain untersuchten, stießen sie auf eine große Anzahl menschlicher Überreste.
Gräber mit antiken Artefakten von bemerkenswerter Qualität. Die Bestattungen wohlhabender keltischer Krieger und ihrer Frauen. Diese Kelten gehörten zur Elite ihrer Zeit. Sie lebten um 300 vor Christus. Die Fibeln sind mit Korallen verziert. Diese Menschen konnten also Produkte kaufen, die entweder am Mittelmeer gefertigt oder deren Bestandteile bis weit in den Norden gehandelt wurden. Besonders beeindruckt aber waren die Archäologen von zwei Schwertern aus den Gräbern der Krieger. Wahrscheinlich wurden die Schwerter in einer Schlacht benutzt, denn sie sind technisch sehr anspruchsvoll gearbeitet. Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Objekte nur für die Bestattung gedacht waren. Die Schwerter sind relativ kurz, spitz zulaufend und zweischneidig geschliffen. Wahrscheinlich Waffen eines Fußsoldaten. Ein todbringendes Werkzeug in den Händen eines geübten Kriegers und beredtes Zeugnis keltischer Schmiedekunst. Wie aufwendig die Herstellung war, zeigt die experimentelle Herstellung eines Schwertes aus Erz, das mithilfe eines sogenannten Rennofens gewonnen wurde, wie bei den Kelten. Im nächsten Schritt werden wir die Barren spalten, zusammenfalten, verschweißen, wieder ausschmieden, spalten, zusammenfalten, verschweißen, wieder ausschmieden. So lange, bis wir ein gutes, zähes, starkes Material haben, das sich für eine Schwertklinge eignet. Bei der Schmelze im Rennofen verbleiben Holzkohle und Schlackereste im Eisen. Durch wiederholtes Schmieden werden sie ausgetrieben. Mit jedem Falten und Brennen wird das Eisen fester und reiner. Nur so kann die Klinge gleichzeitig hart und flexibel werden. Denn ist der Werkstoff zu hart, bleibt das Schwert zwar lange scharf und verbiegt nicht, aber es kann auch leicht brechen. Ist er zu weich, verbiegt sich die Klinge und wird schnell stumpf. Die Herstellung von Eisen ist in Nordeuropa eng mit den Kelten verbunden. Es waren nicht zuletzt ihre eisernen Schwerter, die ihnen den Ruf als gefürchtete Krieger einbrachte und ihre Vormachtstellung in Europa für Jahrhunderte sicherte. Den Kelten an der Allia kommt ihre Bewaffnung zugute. Sie sind kampferprobt. Ihr Leben besteht aus kriegerischen Auseinandersetzungen, ganz anders als bei der römischen Armee. Sicher ist, dass wir es noch nicht mit einer Berufsarmee, noch nicht mit einem stehenden Heer zu tun haben. Wir müssen stattdessen ausgehen von einer Armee, die vor allem aus Kleinbauern gebildet worden ist, die nach Beendigung des Krieges eben wieder auf ihre Felder zurückkehren. Um zu verhindern, dass die zahlenmäßig überlegenen Kelten sie umzingeln, bilden die Römer eine lange Frontlinie. Nur einer von vielen strategischen Fehlern. Auf diesem Hügel stationierten die Römer ihre Kavallerie für eine Gegenattacke. Aber Brennus ließ seine Männer nicht blind in die Phalanx laufen, was ein unorganisiertes und undiszipliniertes Heer vielleicht getan hätte. Er führt seine Männer im Angriff auf den Hügel und zerschlägt die feindlichen Truppen und jagt sie davon. Jetzt rächt sich auch, dass die Römer alle unerfahrenen Soldaten am rechten Flügel aufgestellt haben. Den Kelten ist es ein leichtes, sie zu überrennen. Die Wucht, mit der sich die sogenannten Barbaren in den Kampf stürzen, versetzt die Römer in Panik. Titus Livius schreibt, dass Angst und Flucht die Gedanken der Römer beherrschten und viele lieber flohen, als sich dem Kampf zu stellen. Brennus,
erringt einen unerwartet schnellen Sieg. Brennus hat einen Verbund von Stämmen nach Norditalien geführt. Es ist heute schon schwierig genug, Allianzen zusammenzuhalten. Das erfordert gute Kommunikation. Damals gab es sicher Sprachschwierigkeiten bei den vielen Stämmen und Gebieten der Kelten. Um das zusammenzuhalten, benötigte man sehr gute organisatorische Fähigkeiten. Organizational abilities. Fähigkeiten, die die Kelten nicht nur in Kriegszeiten nutzten. Der beste Beweis dafür ist in den österreichischen Alpen zu finden. Im Zentrum Europas, in der Region Salzkammergut, liegt das kleine Dorf Hallstatt, dessen Ursprünge Jahrtausende weit zurückreichen. Hans Reschreiter auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in über 800 Metern Höhe. Der Archäologe ist auf den Spuren der Menschen, die hier schon vor mehr als 7000 Jahren Salz abbauten. Kilometerlang gruben sich die frühen Bergleute auf der Spur des Salzes in den Berg. Gut abgestützte und großzügig dimensionierte Versorgungsschächte verbinden die unterschiedlichen Abbaukammern und Horizonte. In der älteren Eisenzeit haben wir gigantische Dimensionen. Wir haben bis zu 200 Meter lange Abbauräume, 20 Meter hoch teilweise und 15 bis 20 Meter breit. Also richtige Hallen, in denen achtstöckige Häuser Platz hätten. Für jeden Meter Stollen brauchten die Männer schätzungsweise einen Monat. Ihre Arbeitsgeräte waren einfach, aber effektiv. Die Technik in der Eisenzeit ist recht einfach. Man arbeitet mit zwei Geräten. Eine Person hält den Pickel und die zweite Person schlägt mit dem Schlögel hinten drauf. Und mit dieser Technik werden diese herzförmigen Rillen produziert und anschließend wird das ganze Salzblock abgesprengt. Diese herzförmigen Salzplatten, die waren vermutlich eine Art von Trademark für Hallstatt. Wir gehen davon aus, dass wirklich dieses herzförmige Salz auf den Märkten rund um die Ostalpen zu finden war. Und jeder hat auf den ersten Blick gewusst, okay, herzförmiges Salz, das muss Hallstatt sein. Die Mine erlaubt nicht nur Rückschlüsse auf die damalige Arbeitsweise, sondern auch auf die Ernährung der Menschen. Denn Salz konserviert organische Materialien durch Wasserentzug. Alles, was wir hier sehen, ist perfekt erhalten durch die Salzkonservierung. Das zum Beispiel ist ein menschliches Exkrement, das hier vor über 2500 Jahren liegen geblieben ist. Wir sehen hier Bohnenschalen, Hirsekörner und Gerstenspelzen. Die Exkremente sind so gut erhalten, dass sie sogar noch zu riechen beginnen, wenn sie feucht werden. Seine Blütezeit erlebte das Bergwerk von 800 bis 400 vor Christus unter den Kelten. Die Menschen, die hier arbeiteten, waren alles andere als arm, wie ihre Gräber beweisen. Sie liegen auf halber Höhe zwischen See und Bergwerk und wurden zum Teil bereits im 19. Jahrhundert ausgegraben. Die Überreste erzählen eine eigene Geschichte von der Arbeit im Salzbergwerk. Wir können sehen, dass Männer unterschiedliche Tätigkeiten wie Frauen vollführt haben. Die bisher ausgewerteten Skelette zeigen eindeutig, dass Frauen ihr ganzes Leben lang auf einer Schulter schwer getragen haben, wohingegen Männer eher mit dem Schultergürtel arbeiten und eher eine schlagende Tätigkeit ausführen. Und noch etwas fällt auf. Während die frühen Gräber reich mit Bronzeobjekten ausgestattet sind, finden sich in den späteren bevorzugt Gegenstände aus einem neuen Material: Eisen. Hallstatt markiert den Beginn der Eisenzeit. Am Anfang ist Eisen einfach modern. Am Beginn der Eisenzeit hat Eisen eigentlich keinen technologischen Vorteil. Die ununterbrochene Nutzung des Gräberfeldes ermöglicht es den Forschern, die historische Entwicklung nachzuvollziehen. Vom Schmuckmetall wird Eisen zum alles prägenden Werkstoff. Die Beigaben, die hier bei den Toten gefunden wurden, sind so charakteristisch, so aussagekräftig, dass eben dann beschlossen wurde, dass man eine ganze Epoche der europäischen Entwicklung mit diesem Ort hier benennt.
Die Hallstattzeit markiert nicht nur den Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Europa, sondern auch einen Wendepunkt in der Geschichte des Handels. Flüsse waren die Autobahnen der Antike. Auf dem Wasser und entlang ihrer Ufer gelangten Güter an weit entfernte Orte. Mit dem Werkstoff Eisen konnten ganz neue Gebiete erschlossen werden. Das keltische Fernwegenetz, dem unsere Straßen oft heute noch folgen, war einzigartig. Selbst ein intensiver Warenaustausch über den Ärmelkanal ist gut dokumentiert. In keltischen Handelsposten entlang der Atlantikküste wurden Kupfer und Zinn von den britischen Inseln gegen Waren aus allen Ecken des Kontinents gehandelt. In Mitteleuropa bildet sich eine neue Oberschicht. Es entstehen sogenannte Fürstensitze, in deren Schutz sich Handwerker und Händler ansiedeln. So etwa am Ipf bei Bopfingen auf der Schwäbischen Alb. Leicht zu verteidigen und an strategisch wichtigen Orten gelegen, beherrschen und kontrollieren die Fürstensitze den Fernhandel. Wie wichtig diese frühen keltischen Zentren waren, zeigt ein Ort oberhalb der Donau, 150 Kilometer weiter südwestlich. Die Heuneburg. Zwar fanden Forscher hier bereits frühere Siedlungsspuren, seine Blüte erlebte der Fürstensitz jedoch während der Hallstattzeit, vom 7. bis 5. Jahrhundert vor Christus. Wenn jemand aus einer anderen Region kam, der keltischen Welt, wo es solche Anlagen nicht gab, der wird sicherlich sehr beeindruckt gewesen sein. Vielleicht ähnlich wie jemand, der zum ersten Mal in Frankfurt die Bankhochhäuser sieht oder gar in die Vereinigten Staaten nach Manhattan kommt und dann die Hochhäuser dort sieht. Das war Machtarchitektur. Das war ganz fremd für die Leute, die in ihren Dörfern hier sehr simpel, sehr einfach lebten. Und das war auch die Absicht, hier zu beeindrucken. Die Befestigungsmauer des Fürstensitzes ist einzigartig nördlich der Alpen. Nach mediterranem Vorbild errichtet, zeugt sie von den guten Kontakten der Kelten zum Mittelmeerraum. In Friedenszeiten Handelszentrum für mehr als 5000 Menschen bot die Heuneburg auch Schutz vor möglichen Angreifern. Wir dürfen uns die keltische Welt nicht als ein großes Volk oder eine Einheit vorstellen, sondern hier gab es verschiedene Stämme, es gab verschiedene territoriale Einheiten. Die Heuneburg war der Mittelpunkt einer dieser Verbände. Und das Verhältnis zwischen diesen Verbänden, das wird auch kriegerisch gewesen sein. Muss nicht immer kriegerisch gewesen sein, aber der Krieg, der Konflikt, Konkurrenz gehörte damals innerhalb der keltischen Welt zum Alltag. Ein Teil der Reichtümer der Menschen von der Heuneburg wird heute im Magazin des Landesmuseums Württemberg in Stuttgart aufbewahrt. Diese Reichtümer waren es, die damals vermutlich auch die Begehrlichkeiten fremder Keltenstämme weckten. Bernstein von der Ostsee, Korallen vom Mittelmeer und Keramik aus Griechenland weisen die Heuneburg als international operierendes Handelszentrum aus. Andere Funde zeugen von überregionaler Versorgung und der Übernahme fremder Ideen. Das ist mit die erste Keramik in Mitteleuropa, die auf der Töpferscheibe produziert worden ist. Also eine Technik, die auf der Heuneburg neu ist in frühkeltischer Zeit. Daneben, sehr persönlich, zwei Objekte von der Heuneburg. Ein Fragment eines Spiegels, eines kleinen Handspiegels, rund. Also ein Objekt der Körperpflegehygiene und des Savoir-vivre. Und das sind auf der Heuneburg gefundene Tierknochen von Schweinen. Und an diesen wurden kürzlich Isotopenanalysen gemacht. Das heißt, man kann feststellen, wo diese Tiere ursprünglich aufgezogen wurden. Und spannend ist nun, dass diese Schweine eben nicht von der Heuneburg stammen, sondern die stammen aus dem südlichen Schwarzwald. Das heißt, es sind doch eine ganze Strecke, in der die Schweine wohl offenbar zur Heuneburg getrieben worden sind, um dort geschlachtet zu werden. Kultur und Einfluss dieser selbstbewussten keltischen Elite breiteten sich ab 800 vor Christus in Mitteleuropa immer weiter entlang der Handelswege aus. Doch was friedlich begann, endet 387 vor Christus mit dem Zusammenstoß keltischer und römischer Heere an der Allia.
Nach dem Sieg über die Römer führt Brennus sein Heer weiter nach Süden. Ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, erreichen die keltischen Krieger das knapp 16 Kilometer entfernte Rom. Dort stellen sie ihren Ruf als Barbaren sofort unter Beweis. So jedenfalls laut Titus Livius. Er berichtet von Geheul und misstönenden Klängen vor den Mauern der Stadt, die die Römer bis ins Mark erschüttern. Die Kelten haben eine Karnyx benutzt, einerseits natürlich zur Signalübermittlung, kann man sich vorstellen, im Kampfgeschehen, aber dann sicherlich auch zur psychologischen Kriegführung. Die Kelten setzen Kriegslärm genauso geschickt ein wie ihre anderen Waffen. Eine vollständig erhaltene Karnyx wurde bisher nicht gefunden. Doch anhand von Teilfunden sowie Darstellungen auf keltischen und römischen Monumenten ist es gelungen, die Kriegstrompete zu rekonstruieren. Der britische Posaunist John Kenny war 1993 der Erste, der nach Jahrtausenden wieder eine Karnyx erscheinen ließ. The sound. Der Ton wird wie bei einer modernen Trompete, Posaune, Waldhorn oder Tuba erzeugt, durch das Vibrieren der Lippen. Bei diesem Instrument wird der Ton in dem Bronzekopf gefangen, wie in unserem Schädel. Unsere Töne werden durch den Nasengang und die Form unseres Schädels verstärkt. Deshalb können wir mit geschlossenem Mund Töne erzeugen. That's why we can make a sound without opening our mouths. Das passiert auch in diesem Instrument. Der Ton wird nicht nach vorn geworfen, er verbreitet sich kreisförmig. Das ist sehr ungewöhnlich für ein Musikinstrument. Diese Töne müssen für die Römer wie aus einer anderen Welt geklungen haben. Die Welt war viel leiser. Die lautesten Geräusche dürften Donner, auf Felsen schlagende Wellen oder menschliche Schreie gewesen sein. Dieses Instrument kann jeden Schrei übertönen und kann laut wie Donner oder Meeresrauschen sein. Außerdem sind sie etwa 3 Meter hoch und haben einen Kopf. Wenn man 12 von ihnen bei voller Lautstärke aus dem Morgennebel auftauchen sieht, kann man sich leicht vorstellen, von Riesen attackiert zu werden. Über Nacht haben sich in Rom alle wehrfähigen Männer in die Festung auf dem Kapitol zurückgezogen. Brennus nimmt am nächsten Morgen eine Stadt ein, die verlassen wirkt. Er traut der Ruhe nicht und fürchtet einen Hinterhalt der Römer. Und tatsächlich machen die Kelten eine überraschende Entdeckung. Die Häuser der Vornehmen sind zwar offen, aber keineswegs leer. Livius erzählt eine Geschichte, die wohl sehr viel mehr Aussagekraft besitzt für römisches Selbstverständnis, als für das, was damals wirklich passiert ist. Die alten Männer aus dem Kreise der Aristokratie begeben sich in ihre Häuser, nehmen dort auf ihren ehemaligen Amtssesseln Platz, legen ihre Amtstracht an und erwarten in geradezu stoischer Ruhe und majestätischer Würde die Ankunft der keltischen Barbaren. Eine Situation, mit der die Kelten nicht gerechnet haben. Eine andere Quelle berichtet, die Kelten hätten die Senatoren zunächst für höhere Wesen gehalten.
Doch die Stimmung kippt schnell. Danach gibt es kein Halten mehr. Die Kelten töten sämtliche Römer, derer sie habhaft werden. Ihre Häuser werden geplündert und in Brand gesteckt. Hilflos müssen die römischen Befehlshaber vom Kapitol aus mit ansehen, wie die Barbaren ihre Heimatstadt verwüsten. Dass es in Wirklichkeit Stämme mit einer hochentwickelten Kultur waren, zeigen Hinterlassenschaften in ganz Europa. Ein Acker nahe der Heuneburg. Der Ort war schon seit langem als keltisches Gräberfeld bekannt. Doch vor einigen Jahren machten Archäologen hier eine aufsehenerregende Entdeckung. 2005 ist eine Goldfibel ausgepflügt worden, vom Flug erfasst worden. Und zufällig waren dort Studenten der Universität Tübingen, Fachstudenten. Und einer dieser Studenten hat diese Goldfibel dann im Acker aufgelesen. Und dann kam das ganze Projekt ins Rollen. Da das Grab unberaubt war, brauchte man eine schnelle Lösung. Es musste ein Wachdienst nachts dann immer neben dem Grab stehen und am Wochenende musste das Ganze bewacht werden. Und wir haben natürlich dann hin und her überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir wieder zu? Machen wir eine Betonplatte drüber? Die Archäologen entschieden sich für die im wahrsten Sinne des Wortes schwerste Lösung. Eine sogenannte Blockbergung mit Hilfe von zahlreichen Rohren, die sie unter das Grab schoben. Die Operation gelang. Der 80 Tonnen schwere Keltenblock wurde ins 120 Kilometer entfernte Ludwigsburg gebracht. Seitdem entlocken die Forscher ihm Schicht für Schicht seine Geheimnisse. Es stellte sich heraus, dass das Grab zu dicht an einem Bachlauf lag und immer wieder überflutet wurde. Schlecht für Objekte aus Bronze und Eisen, aber ideal für die Grabkammer, in der eine Frau bestattet worden war. Die Kammer war komplett mit Holzbalken ausgekleidet. Sie wurden durch die Feuchtigkeit außergewöhnlich gut konserviert. Es sind Eichenbohlen und Tannenbohlen und glücklicherweise ist sogar die Rinde bei einigen dieser Hölzer erhalten, sodass wir durch die dendrochronologische Methode, also die Jahrringdatierung, muss man sich vorstellen, wie so ein Scanmuster, wie so ein Strichcode. Das kann man also dann ganz genau einhängen und sagen, wann ist dieser Baum gewachsen und wann ist er gefällt worden. Wir können also dadurch sowohl die Tannenhölzer als auch die Eichenhölzer inzwischen ja genau auf 583 vor Christus datieren. Also das Grab, gibt es keinen Zweifel, ist 583 vor Christus angelegt. Und das ist natürlich ein absoluter Glücksfall. Am Fuß des Grabhügels hatte man 2005 bereits die Bestattung eines etwa 2- bis 4-jährigen Mädchens entdeckt. Damit lag die Vermutung nahe, dass es sich um ein Familiengrab für Mutter und Tochter handeln könnte. Doch das Skelett des Kindes war so gut wie zerstört, DNA-Analysen somit nicht möglich. Umso wichtiger sind die Grabbeigaben, die im Safe des Landesamtes für Denkmalpflege aufbewahrt werden. Allein sie lassen jetzt noch Rückschlüsse zu. Vergleicht man auch die Fibeln, so haben wir hier eine Punkt- und Strichzieher, die ebenfalls identisch ist bei beiden. Bei dem Mädchen sind die Fibel etwas kleiner, gedrungener, spezifisch für ein Kind hergestellt. Bei der Fürstin langgestreckter, sodass wir derzeit allein über diese Funde, diese Goldfunde hier eine ganz enge Beziehung darstellen. Der Schmuck mag eine Familiengeschichte erzählen, aber er wirft auch neue Fragen auf. Denn stilistisch stammt er eindeutig nicht von der Schwäbischen Alb. Diese Frau war wirklich up to date, auf der Höhe ihrer Zeit, was die Mode anbelangt. Sie trägt Fibeln, wie man sie in der Zeit in Italien getragen hat. Vollkommen singulär hier für unseren Raum. Der Goldschmuck ist auch erste
erster Qualität. Das war ein Goldschmied, der sein Handwerk in Italien oder auf der Iberischen Halbinsel erlernt hat. Also sie war top aktuell und durchaus auf Augenhöhe mit vornehmen Frauen dieser Zeit, etwa in Etrurien oder in griechischen Kolonien. Könnte der fremdartige Schmuck ein Indiz dafür sein, dass die Fürstin eine Fremde war? Eine Frau aus dem Süden? Aufschluss darüber erhoffen sich die Wissenschaftler von ihren körperlichen Überresten, die wegen ihres schlechten Erhaltungszustandes nach der Bergung eingegipst wurden. Jeder Mensch nimmt über die Nahrung die unterschiedlichsten chemischen Elemente zu sich, darunter auch Strontium, das sich im Zahnschmelz ablagert. Je nach geografischer Lage weist Strontium unterschiedliche Isotopenzusammensetzungen auf. Durch die Analyse der Isotopen lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, wo ein Mensch geboren wurde und wo er gelebt hat. Wir haben die Hoffnung, durch die Analyse des Zahnschmelzes hier weiterzukommen bei der Frage, ist es eine Einheimische? Ist sie dort, wo sie bestattet ist, auch geboren und aufgewachsen? Oder hat sie eine Zeit ihres Lebens woanders, auf einem anderen Untergrund verbracht? Die Befunde der Untersuchung sind eindeutig. Die Fürstin war doch eine echte Schwäbin. Geboren in der Umgebung der Heuneburg. Sie mag ihre Heimat nie verlassen haben, aber durch das weit verzweigte Handelssystem der Kelten stand sie in Kontakt mit dem Rest der Welt. Dank ihres Reichtums konnte sie sich aus dem vielfältigen Warenangebot das Beste aussuchen und für ihr jenseitiges Leben mit ins Grab nehmen. Nur die wenigsten Grabhügel haben die Jahrtausende intensiver Landwirtschaft unbeschadet überstanden. Und es ist bis heute nicht geklärt, warum die Kelten ihre Herrscher überhaupt unter wahren Bergen von Erde und Gestein begruben. Das hatte wahrscheinlich mehrere Gründe. Solche Steinpackungen sollten sicher auch Grabräuber abhalten. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch vorstellen, dass Tote potenziell als gefährlich galten, zumindest manche Tote, und dass deswegen auch die Vorstellungen, die wir später als Wiedergängervorstellung haben, da eine Rolle gespielt haben mögen, sodass also so eine Steinpackung auch den Toten daran hindern sollte, seinen Hügel zu verlassen. Im Fall des Mannes, dessen Gebeine im Keltenmuseum von Hochdorf ausgestellt sind, ging es wahrscheinlich eher um den Schutz seiner Reichtümer. Wir haben hier einen Ausnahmemenschen vor uns. Der Fürst von Hochdorf hat sicher an der Spitze der Gesellschaft, weit an der Spitze der Gesellschaft gelebt, weit entfernt auch von den reichen, nennen wir es mal Mittelstandsschichten seiner Gesellschaft. Und das beinhaltet natürlich, dass er Dinge besessen hat, von denen ein normaler Mensch nur träumen konnte. Dazu zählen Schmuck und alltägliche Gegenstände. Aber auch 9 Trinkhörner, von denen das größte 5,5 Liter fasst. Dazu ein Kessel für 500 Liter Met. Das Fürstengrab zeugt von einer Elite, die auch im Jenseits das Hofleben schätzt. Ein Hofleben, das im Krieg der Kelten gegen die Römer zum Erliegen kommt. 7 Monate belagern die Kelten unter Brennus die Stadt, wie antike Quellen berichten. Dann allerdings kommt es in beiden Lagern zu Ermüdungserscheinungen. Den Römern auf dem Kapitol gehen die Nahrungsmittelvorräte aus. Die Kelten in der Unterstadt leiden zunehmend an Krankheiten bzw. unter der unerträglichen Hitze sowie an Hunger und Durst. Schließlich kommt es zu einer vertraglichen Einigung zwischen Kelten und Römern. Gegen die Zahlung von 1.000 Pfund Gold erklären sich die Kelten bereit, die Stadt zu verlassen. Musik.
Da die Römer ihr Gold vor dem Einmarsch der Kelten ins Kapitol retten konnten, schaffen sie es tatsächlich, die gewünschte Summe herbeizuschaffen. Doch beim Abwiegen des Goldes kommt es zu einer weiteren Demütigung. Denn die Kelten nutzen ihre eigenen Gewichte, die schwerer sind als die der Römer. Als sich die Römer darüber beschweren, wirft der keltische Anführer zusätzlich noch sein Schwert in die Waagschale. Dabei spricht er die später viel zitierten Worte: Wer Victis, wehe den Besiegten. Wer Victis. Zunächst einmal bedeutete die Einnahme Roms einen gewissen Rückschlag für dessen Ambitionen in Mittelitalien. Es ist aber erstaunlich zu sehen, wie schnell die Römer in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind. Der Gallier-Einfall, wie man ihn später nennt, ist nicht das Ende Roms, sondern der Anfang seines Aufstiegs zur Weltmacht. Die Römer werden ihre Kriegstechnik so weit perfektionieren, dass sie selbst die furchterregenden Kelten in die Enge treiben. Der berühmteste Feldherr Roms wird in Gallien einmarschieren. Gaius Julius Caesar. Caesar!